Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal rein. Wir müssen bestimmt was verbrennen, da bin ich mir echt sicher. Da wollte ich gar nicht gucken. Oder war da noch was? Moment, Moment, war da noch was? Nein, okay, das waren nur die Spuren hier. Geh mal hoch, Vicky. Ach, schön. Ganz toll, dieses Spiel Diese hier. alte Baracke muss mindestens 100 Jahre alt sein, wenn diese Wände nur sprechen könnten. Die Tür ist verschlossen. Nein, sie ist nicht verschlossen. Eine Wow. quietschende Tür ist immer noch das beste Alarmsystem der Welt. Das ist wohl wahr, aber der Killer wird ja jetzt kaum hier drin sein. Also ich meine, das wäre ja, totaler Quatsch. Da ist etwas hinter dem Regal. Okay. Ach, klar. Wie blöde gemacht. Warum hat man das jetzt gemacht? Ich verstehe es nicht. Es ist ein Lastenaufzug. Sieht aus wie ein Speiseaufzug. Die Tür ist verschlossen. Und die Aufzugtaste scheint kaputt zu sein. Sieht aus wie ein Speiseaufzug. Okay, können wir da vielleicht was machen? Nee, ich denke. Ah, doch. Cool. Ah, das ist ja genial. Dann können wir also auch nach unten. Gut, aber erstmal möchte ich mich hier umgucken. Und was zur Hölle sind das für Hintergrundgeräusche? Also ich meine jetzt nicht. Oh Boah, dieser Kühlschrank ist widerlich. oh. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Musik. Ja, kann man hier nichts machen? Also nicht die Musik, sondern so klackende Hintergrundgeräusche. Ich habe keinen Plan, was das soll. Schmutziges Geschirr. Vielleicht kann ich Fingerabdrücke darauf finden. Ah, okay. Spurensicherungsspray? Sehe ich das richtig? Das wird niemals funktionieren. Nein, natürlich nicht. Ich blick das einfach nicht. Echt nicht. Ach so, klar. Ich habe das noch nicht ganz so drauf, wann ich dieses Spurensicherungsspray verwenden muss. Das finde ich so unsinnig. So, und jetzt den 3D-Scanner. Tada! Also ich meine, wenn das hier für Fingerabdrücke ist, wofür ist das Spurensicherungsspray? Ja, für Blut, oder? Ja, klar, für Blut. Hallo? Ich möchte den gerne. Digitaler Fingerabdruck, keine Analyse durchgeführt. Ich bezweifle, dass Hernandez gekocht hat. Sie muss ihre Fingerabdrücke beim Essen hinterlassen haben. Die Tatsache, dass sie gegessen hat, ist ziemlich ermutigend. Der Killer will, dass sie am Leben bleibt. Ja, natürlich. Er möchte sie ja auch töten. Abschlachten auf brutalste Art und Weise. Hier ist nichts drin. Wir gucken uns hier nochmal um, aber ich glaube, hier ist auch nichts. Vielleicht kann sie ja diesen Artikel hier lesen. Was steht da? Jemand hat eine Nachricht auf die Zeitung gekritzelt. Wer ist als nächstes dran? Die existenzielle Frage eines jeden Serienkillers. Ach, who is next steht da. Okay. Jemand hat eine Nachricht auf die Zeitung. Okay, ich habe nur gedacht, wir könnten die vielleicht nehmen. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal, ob die Tür hier auf ist. Okay, was machen wir jetzt? Nee, ich glaube, dann möchte ich doch erst nach unten. Obwohl, nein, doch nicht. Ich kann mich so schwer entscheiden. Immer diese schwierigen Fragen des Lebens. Ach Gott, da kann ich auch noch rein. Ach, da kommen wir jetzt nach unten, oder? Hier ist etwas, aber ich kann bei diesem Licht nichts erkennen. Okay, dann brauchen wir dafür nachher Licht, eine Taschenlampe, Glühbirne, irgendwas. Hui. Oh Mann. Oh Mann, wo sind wir denn hier? Es wird immer krasser. Das Urteil. Dieser Verrückte macht seinem Namen alle Ehre. Ich bin mir fast sicher, dass sich hinter dieser Tafel etwas befindet. Gut.
Okay, wow, ich finde es gerade... Das ist dieser Anstrich sieht sehr frisch aus. Was soll hier verborgen werden? Das ist der Keller. Hier geht's noch viel weiter. Dieser Anstrich sieht sehr frisch aus. Okay, dann brauchen wir da irgendwas anderes für. Was haben wir denn? Ach ja, wir haben nur die Ölkanne und den Dietrich. Ich glaube, das bringt uns nicht viel. Hier können wir unseren Kram reinpacken. Ich glaube, das bringt auch nichts. Da ist aber wahrscheinlich jetzt nichts drin, genau. Wow, ey. So neue Gebiete hier, das finde ich dann immer extrem cool. Aber hier ist nichts. Okay. Wie viele Opfer hatte er denn hier? Das sieht alles so benutzt aus. Und zwar nicht von ihm. Ein altes Kassenbuch. Scheint aus den 20ern zu sein. Und dann so ein schöner Mosaiktisch, der gar nicht dahin passt. Ein Destilliergerät. Außer Betrieb. In diesem Keller wurde heimlich Schnaps gebrannt. Ja, ich glaube, dass hier heimlich Schnaps gebrannt wurde, ist wohl das geringste Übel. Hammer. Hier ist der Alk. Steck mal alles ein. Regale mit Flaschen. Sieht aus, als ob sie leer wären. Och. Hier werde ich wohl keine elenden Weine finden. Das ist aber schade. Moment. Mir kommt schon eine Idee, die aber wahrscheinlich total schwachsinnig ist. Ein Heizofen. Sieht aus, als wäre er längere Zeit nicht benutzt worden. Was ist das hier unten? Unter dem Heizofen befinden sich verbrannte Überreste. Das ist keine Kohle. Keine Kohle, oh nein! Ein kleines Stück Plastik. Ein Teil eines Namens ist noch erkennbar. Lee. Das muss der Rest einer Kreditkarte von Dorothy Lee sein, dem achten Opfer. Wow, hat er die da verbrannt oder was? Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Nee, dann war das eine blöde Idee. Hier ist etwas, aber es ist winzig klein. Ah, ach so, jetzt kommt endlich mal unser Mikroskop hier zum Einsatz. Sieht nach verbranntem Haar aus. Hui, krass. Gut, wenn das nach verbranntem Haar aussieht, dann brauchen wir jetzt hier unsere Pinzette. Ja, sie kriegt doch jetzt sowieso nur raus, dass das tatsächlich von der Dorothy Lee ist. Würde ich mal sagen, keine Analyse durchgeführt. Ach, das ist Quatsch, chemische. Nee, doch nicht. Modacrylfasern, synthetisches Haar von einer Perücke. Ja, der Killer wird wohl keine Perücke tragen, oder? Ein Heizofen. Sieht aus als... Okay. Ich hatte vorhin so die Idee, ob wir hier vielleicht irgendwas mit unserem... Öl machen können. Aber eigentlich ist das... Eigentlich ergibt es keinen Sinn, weil ich nicht weiß, was. Eine Kreissäge? Hoffentlich wird sie nur für Holz verwendet. Zumindest sind da keine Blutspuren, oder ist dahinter Blut? Ich weiß es nicht, aber ich hätte gerne diesen Hammer hier, genau. Ach Gott, nicht genug Platz, Mensch. Dann gucke ich mich erstmal noch um. War hier nicht noch ein Raum? Hallo, ich möchte gerne, dass die Kamera sich ändert. Nee, hier war gar kein Raum mehr. Okay, Mann, jetzt muss ich überlegen. Was mache ich jetzt als erstes, als nächstes oder wie auch immer? Ölkanne rein, Dietrich rein. Dann holen wir uns den Hammer. Ah, ich sollte mir vielleicht auch mal... Warum rennt sie jetzt hier in die Ecke? Da habe ich überhaupt nicht drauf geklickt, aber hier ist auch nichts, so wie es aussieht. Also ich bin der Meinung, dass es mehr Spaß macht, sich dieses Let's Play anzuschauen, als das Spiel selber zu spielen. Denn es ist... Oh, seht ihr das? Seht ihr, was ich meine? Es ist so nervig. Man klickt hier rum, aber es passiert irgendwie nie das, was man will. Ja, wenigstens das funktioniert, oder? Ja, supi. So. Was haben wir da Schönes? Ah. Es ist, als wäre man in einer verlassenen Leichenhalle. Claire würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie den Zustand dieses Raumes sehen würde. Ah,
Okay, jetzt sind wir also hier. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt schon sofort will. Blut auf einem Obduktionstisch. Das ist nichts Besonderes, würde Claire jetzt sagen. Aber in einem dreckigen Keller? Wohl kaum. Aha. Okay. 3Ds. Nein, ich mache es wieder falsch. Blutspuren nimmt man logischerweise damit auf. Also ich wäre eine sehr schlechte Gerichtsmedizinerin, auch wenn das ja immer mein Berufswunsch war, aber ich glaube, oh mein Gott, das wäre ja die Hölle gewesen. Ja, siehst du? Deshalb. Warum geht das nicht? Ah, klar, weil ich ja gar keine... Ja, weil ich das nicht gemacht habe. Mein Gott, bin ich... Pilo, ey. Wirklich. Blut eines Opfers des Mörders Olivia Wong. Okay. Also nochmal zurück zum Thema. Ich wäre eine sehr schlechte Gerichtsmedizinerin. Hier gibt's nichts. Eine verbarrikadierte Tür. Ich glaube, da sind Spuren an der Wand. Ich kann sie mit bloßem Auge kaum erkennen. Aber wir haben doch ein Mikroskop. Schön. Das Mikroskop zeigt winzige Farbspuren an der Wand. Die müssen analysiert werden. Ha, und jetzt geht's wieder los. Winzige Farbspuren. Farbe nehme ich auf mit Tupfer. Ja, das ist richtig. Gut. Die analysiere ich chemisch. Spuren eines farbigen Nagellacks von einem Opfer hinterlassen. Ih, die hat da bestimmt dran gekratzt. Und wollte raus. Oh nein. Tragisch. Mehr oder weniger. Oh. Oh, jetzt steht hier nicht mehr Press hier. Jetzt steht hier auf einmal Dead. Oder sind wir vielleicht... Guck sie das bitte vernünftig an. Oder sind wir vielleicht in einem anderen Raum? Der Killer hat eine Nachricht hinterlassen. Tot? Ich hoffe für ihn, dass sie es nicht ist. Vielleicht hat er mehrere Räume, die so aufgeteilt sind. Sieht nach einem Countdown aus. Er wurde ausgeschaltet. Wobei, nee, eigentlich kann es nicht sein. Ach, und jetzt ist hier endlich was an der Wand. Da hatte ich in einer der letzten Folgen gesagt... Irgendetwas stimmt mit dem Ärmel nicht. Er ist eingerissen und weist Verfärbungen auf. Aha, er ist eingerissen und weist Verfärbungen auf. Mhm. Wie ich vermutet habe, was hier zu sehen ist, das sind Blutflecken. Okay, und Blut nehme ich auf mit Tupfer. Und die Tupfer analysiere ich erst jetzt. Oh, ich habe ein SMS bekommen. Aber das ist gerade egal. Menschliches Blut, Blutgruppe A positiv. Was habe ich denn für eine SMS bekommen? Oh, Abspackfrettchen hat mich bei Twitter erwähnt. Huhu. Das ist ja schön, da muss ich nachher mal nachgucken. So. Vielleicht gehen die Dinger jetzt hier direkt auf. Verschlossen? Nein, natürlich nicht. Ja, die Zahlenkombination vom letzten Mal weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr und den Zettel habe ich auch nicht mehr. Was ist hier? Sie schießt die auf. Ach so, sie... Wie cool. Ja, das kannst du jetzt aber auch länger machen. Hier ist noch ein anderer Raum, Mädel. Da sichert die hier nur einen Raum. Das bringt sie auch voll. Ah ne, jetzt sichert sie den nächsten. Oh oh, hoffentlich ist er nicht. Na komm. Der Stuhl ist weg. Was steht da? Keine Chance, wahrscheinlich. Geh mal zur Seite. Yo. Nee, eine Chance. Ah, vielleicht... Weil sie jetzt abgehauen ist und eine Chance hatte? Der elektrische Stuhl, den Hernandez in den Aufnahmen erwähnt, sollte sich hier befinden. Der war auch mal da.